Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu meiner Let's Play-Serie von Commander Keen, Episode 1. Also, Episode 1 von Commander Keen, das ist natürlich Episode 3 meiner Serie. Wir sind das letzte Mal hier auf dem Mars, nachdem wir in der ersten Episode auf dem Mars gestrandet sind, stehen geblieben. In diesem Level, was so ein bisschen aussieht... nach was sieht das aus? Es könnte eine Stadt sein. In der Mitte ein großes, rundes Gebäude und außenrum ein paar kleinere Gebäude. Und dieses Level wollen wir jetzt natürlich auch spielen. Ah ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das das Level, bei dem es den Gang, den Geheimgang zur geheimen Stadt gibt. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele Punkte und sehr viele Leben. Ich versuche trotzdem nur die wichtigsten zu holen. Ja, an diesen Röhren bin ich schon oft genug gestorben, weil sich ein Marsianer innen drin versteckt hat, den ich von außen nicht gesehen habe. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, da vorher immer durchzuschießen. Ups. So natürlich nicht. Ups. Und schon wieder ein Opfer der Steuerung geworden. So, gehen wir mal links runter. Ah! Huh! Das war knapp. Die blaue Schlüsselkarte haben wir. Was können wir mit der blauen Schlüsselkarte machen? Ich glaube, mein Plan benötigt die blaue Schlüsselkarte nicht. Denn genau, ich will hier runter. So, einmal runter und ausweichen. So, nach links gibt's ganz viele Punkte, nach rechts geht's ins geheime Level. Ich versuch's gleich mal ins geheime Level. Hier gibt es wieder einen versteckten Stein. So. Das war nichts. Das war auch nichts. Jetzt sind wir eingefroren. Ah, ganz knapp. Das ist hier eine Eiskanone. Die Eiskugeln schießt, davon können wir eingefroren werden. Nein, nein, nein! Verdammt! Ja, schon wieder gestorben. Und immer noch 4 Leben übrig, weil ich in diesem Level vorhin schon 1 gekriegt habe. Das Schöne an dem Level ist, wir haben jetzt... ganz viele Schuss zumindest. Verhältnismäßig viele für dieses Spiel. Auch wenn wir da gleich wieder 2 verschwendet haben. Aber deswegen versuchen wir hier so schnell wie möglich hochzugehen. Und jetzt sind wir auch ein bisschen mutiger. Na, springen! Und ich würde vorschlagen, diesmal versuchen wir es erstmal mit den Punkten. Und gehen dann noch ein zweites Mal hier durch das Labyrinth. Nach rechts unten musste ich, glaube ich. Genau. So. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht auch wieder sterbe. Die Steuerung von diesem Spiel ist nämlich nicht so einfach, wie das vielleicht aussieht. Und jetzt sehen wir hier unten das erste Mal in Commander Keen 1 auch Wasser. Nein, verdammt! Ah! Ah, ich spiele erstmal ein anderes Level. Ich mag das jetzt nicht mehr. Und zwar dieses hier.
Und hier fallen wir auch gleich mal runter. Ich glaube, hier kriegen wir das dritte Raumschiffteil. Wir haben die blaue Schlüsselkarte, brauchen aber die grüne. Was gibt's hier oben? Ah, für die blaue kriegen wir die rote. Falsche Richtung, Marsianer. Komm näher, komm. So, wir haben die grüne Schlüsselkarte und dafür wollen wir die gelbe, wenn ich mich richtig erinnere. Ah nein, wir haben die rote und wollen die grüne. Und für die grüne kriegen wir die gelbe. So rum war's. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal zurück. Und da diesen nervigen, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Irgendwie Flüsterer. Es waren irgendwelche Flüsterer. Ich habe den ersten Teil des Namens schon wieder vergessen. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis, ich weiß. So, jetzt haben wir die gelbe Schlüsselkarte und damit können wir dann, glaube ich, auch das Level beenden. Vorausgesetzt, die Flüsterer lassen uns vorbei. Nein! Verdammt! So, ein betäubt, zwei betäubt, drei betäubt. Sehr schön. So. Erst der harmlose Roboter. Dann der etwas weniger harmlose. Jedes Mal noch ein Nervenkitzel. Dumm. Ich gehe spazieren. In der Welt von Commander Keen. So, ich glaube, hier komme ich selbst mit dem Pogo-Stab nicht hoch. Nein, das heißt wieder über das gefährliche Feuer springen. Huh. Da habe ich auf einem halben Pixel noch gestanden. Und was kann uns dieser Flüsterer sagen? Yorpi-Flüsterer hießen sie. du kannst den Vorticon-Commander nicht direkt töten. Aha. Hängt das vielleicht mit dem anderen Tipp zusammen? Dass wir die Strahlenkanone benötigen, aber nicht um den Vortigon zu töten. So, wenn ich mich richtig entsinne, dann brauche ich jetzt noch ein Raumschiffteil. Das könnte hier drin sein oder in dem Level, in dem ich jetzt schon zweimal gestorben bin. Ich hoffe, dass es hier drin ist. Und dann können wir schon das letzte Level spielen. Und ich glaube, das... Da bin ich an ein paar Eiszapfen gestorben. Was ich sagen wollte ist, das Bonus-Level können wir uns, glaube ich, auch schenken. Wow! Bin ich fast runtergefallen? Irgendwo hier muss ich... eine Schlüsselkarte holen. Okay, hier war es nicht. Ah! Puh. War es hier vielleicht? Nein! Zum Glück war hier kein tödlicherer Gegner. So, was verbirgt sich hier noch in dem Level? Oh, das war knapp. Hier gibt es nämlich auch Wasser. Da kann man von diesen Eisblöcken auch gerne mal in das Wasser geschoben werden. So,
Nein, hier kommen wir nicht vorbei. Kommen wir hier vorbei? Ja, hier kommen wir vorbei. Ausgezeichnet. Und wieder ein Wechsel auf die andere Seite. Und ganz viel Cola. Und da gibt's wieder ein Leben. Das ist gut. So langsam kann ich die Leben nämlich auch sehr gut gebrauchen. Wie viele Punkte haben wir denn inzwischen? 100.000 Punkte. Dafür gab es jetzt das Leben. Ich hoffe mal, dass ich hier an dem Ende... Oh ja. Die befindet sich die rote Schlüsselkarte. So. Jetzt müssen wir nur noch an diesem Roboter vorbeikommen. So, nach links oder nach rechts? Gucken wir mal, nach was rechts ist. Hoffentlich nicht unser Tod. Ah, das sieht doch nach Exit aus. Puh. Also, 4 Schuss brauchen wir und ich habe den Staubsauger bekommen. So. Und damit können wir dann auch schon in das letzte Level und vielleicht sogar in dieser Episode noch Teil 1 von Commander Keen beenden. Dann beeile ich mich jetzt. Und springe nicht hier hoch, wo es nur Bonuspunkte gibt, wenn ich mich richtig entsinne. Sondern direkt hier runter. Links gibt es auch nur Bonuspunkte und Leben. Und hier rechts war es... So, wo geht's hier weiter? Rechts... Ah, ich brauche die blaue Schlüsselkarte. Es wäre eigentlich die optimale Gelegenheit gewesen, euch auch mal die Cheats von Commander Keen vorzustellen, die ich natürlich auch noch alle auswendig kenne. Für Teile 1 bis 3 war das, glaube ich, sogar. Da sind die Cheats... Die Kombination CT-Leertaste. Dadurch kriegt man, glaube ich, alle Schlüsselkarten, volle Leben und 99 Schuss oder sowas in der Richtung. So, und da oben befindet sich der Vorticon-Commander, den wir ja, wie wir wissen, nicht töten können mit unserer Raygun. So, und wie kommen wir hier weiter? Was haben wir denn alles gelernt? Ja, es gibt die schwarzen Blöcke. Da befindet sich hier einer. Und durch diese breiten Eisblöcke können wir durchgehen. Und was passiert, wenn wir jetzt schießen? Da schießen wir das Seil durch und haben damit den Vorticon-Commander besiegt. Und auch gleich den letzten Teil für unser Raumschiff eingesammelt. Und damit vor Ende der Episode tatsächlich noch dieses Level gelöst. Commander Keen kehrt zurück zu seinem... zu seiner Bohnen mit Schinken Mega-Rakete und ersetzt schnell, oh, da war ich zu langsam im Lesen, ersetzt schnell wahrscheinlich die Ersatzteile. Jetzt fliegt er zurück zur Erde. Aha, und was ist das? Ein komischer Hund, der da auf die Erde guckt? Das muss Commander Keen doch selbstverständlich erkunden. Aber vorher macht er noch einen Zwischenstopp nach Hause. Kommt gerade so noch vor seinen Eltern zu Hause an. Geht schnell ins Bett. Und als die Eltern nach Hause kommen und ihn sehen, denken sie, dass er schläft. Oh, und anscheinend hat ein Joppi, weiß nicht mehr, wie sie hießen, sich eingeschlichen in Billys Rakete. Und das hat die Mutter natürlich entdeckt.
Aber ob er ihn behalten darf, darüber reden sie am nächsten Tag. Allerdings legt sich Commander Keen nicht schlafen, denn das Mutterschiff der Vortikons schwebt über der Erde und ist bereit, die Erde zu zerstören. Also fliegt er los zum Vortikon-Mutterschiff und die Fortsetzung folgt dann in Episode 2 von Commander Keen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaut dann auch bei Episode 2 wieder vorbei. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.